Schönen Dank, Peter Stützer. Ich nehme auch an, dass Mary Pierce sich jetzt hier auf dem Court im Madison Square Garden in bester Manier selbst vorstellen wird. Sie hat sich entschieden, dieses Spiel mit eigenem Aufschlag zu beginnen. Vielleicht zu Beginn ein Ass. Mary Pierce. Vordergrund übrigens links Guillermo Villas, der derzeitige Coach. Und Gabriela Sabatini. Einstand nach einer 40:0 Führung für Mary Pierce, die 18-Jährige in Kanada geboren, startet nun für Frankreich. Zu 0 für Mary Pierce in diesem ersten Satz. Wir haben eben in der vorherigen Begegnung eine Spielerin gesehen mit Jana Novotna, der man durchaus nachsagen kann, dass sie in wichtigen Begegnungen ein bisschen Angst hat vor dem Gewinnen. Das gleiche gilt in diesem Jahr seit geraumer Zeit eigentlich schon, genauer gesagt seit den Italian Open 1992 für Gabriela Sabatini, die einzige Nummer 3 der Weltrangliste ist, seit
im Frühjahr 1992 ohne Turniersieg und ist auf die Nummer 6 der Weltrangliste zurückgerutscht, spielt seit geraumer Zeit weit unter ihren Möglichkeiten. Und sie trifft hier auf die vielleicht nun härteste Vorhand im Damentennis. Mary Pierce, gecoacht vom Nick Bollettieri. Und vor kurzem erst in Filderstadt erfolgreich, dass sie im Halbfinale Zena Garrison-Jackson mit 6-2, 6-2 regelrecht vom Platz fegte und auch im Endspiel Natalia Zvereva mit 6-3, 6-3 keine Chance ließ. Guillermo Vilas ist seit wenigen Wochen erst der offizielle Coach von Gabriela Sabatini. Mehr zu diesem Trainer-Spieler-Verhältnis bei einer anderen Gelegenheit. Das ist Marys Mutter. Die beidhändige Rückhand voll durchgezogen von Mary Pierce. Da hat Sabatini etwas Glück gehabt, aber wir sehen hier eine Spielerin in ihr, die wieder Mut und Energie hat, um ans Netz zu gehen. Guillermo Vilas hat sie ja aus dem Kreis ihrer Vertrauten zu hören war, die letzten paar Wochen regelrecht über die Trainingsplätze gescheucht. Und schnell ist sie, Gabriela Sabatini. Stoppball etwas riskant aus dieser Situation gespielt.
gleich im zweiten Aufschlagspiel läuft Mary Pierce Gefahr, sich einen Break einzuhandeln. Das ist diese Vorhand, von der ich gesprochen habe, vor der selbst Steffi Graf gewissen Respekt zeigt. In Philadelphia lieferte sich Mary Pierce vergangene Woche mit einem anderen Jungtalent, Iva Majoli, ein regelrechtes Vorhandduell, das sie schließlich mit 7-6 im zweiten Satz für sich entschied. Viele, die das gesehen haben, meinten danach, das war mit das am stärksten ausgeprägte Power-Tennis, das sie bei den Damen je gesehen haben. Mary Pierce muss laufen. Aber am Ende ist das alles umsonst. Gabriela Sabatini durch clever herausgespielte Bälle erzwingt den Break zum 2-1 im ersten Satz. Gabriela Sabatini hier in einer Zeitlupenstudie hat ihren eigenen kleinen Fanclub mitgebracht, der hier auf den Rängen des Madison Square Garden eifrig die argentinische Nationalflagge schwingt und hin und wieder sich auch lautstark bemerkbar macht. Sie führt mit 2-1 im ersten Satz, hat nun Aufschlag. Ein bisschen Glück in diesem Fall gehört auch dazu. Zeigte der Linienrichter zunächst aus an, aber besann sich dann eines Besseren. Das ist die Antwort von Mary Pierce auf den nicht gerade durchschlagkräftigen zweiten Aufschlag des Sabatinis. Gerade mal 57 Meilen waren das. Das waren mal 90 Stundenkilometer. Knapp. Das ist bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen Gabriela Sabatini und Mary Pierce. Beide Male
Beide bisherigen Male gewann Sabatini, aber am letzten Aufeinandertreffen bei den Australian Open in diesem Jahr ging es denkbar knapp zu. Pierce gewann den ersten Satz 6-4 und verlor dann den zweiten im Tiebreak mit 12-14. Der dritte ging dann mit 6-0 ganz klar an Sabatini. Das ist die Mary Pierce, die wir hier, wie sie oft beschrieben wird. Ein Ass mit dem zweiten Aufschlag, auch das gibt ein bisschen Selbstvertrauen, da bin ich mir sicher. Mary Pierce verkürzt im ersten Satz auf 2-3. Drei zu zwei führt Gabriela Sabatini im ersten Satz dieser Erstrundenbegegnung gegen Mary Pierce. Hat nun die Möglichkeit, auf 4-2 davon zu ziehen, ist also ein Break vor. Pierce versteht die Welt nicht mehr. Na, ich glaube, die Entscheidung war richtig. Jane Tabor ist im Recht.
Der Kontrast in der Spielweise beider Damen ist enorm, während Gabriela Sabatini fast alle ihre Bälle sehr stark anschneidet, ihnen enormen Spin mitgibt. Operiert Mary Pierce hauptsächlich Druck, viel Tempo und Kraft. Aber im Moment obsiegt die Eleganz, wenn man es mal so ausdrücken will. 4:2 für die Argentinierin. Die letzte Woche, ihr kleines, ihr Mini-Comeback feierte nach einer kürzeren Pause. Comeback in Philadelphia, das in den ersten beiden Runden sehr vielversprechend aussah, ging dann allerdings im Viertelfinale gegen die doch eher unscheinbare Amerikanerin Amy Fraser abrupt zu Ende. Der Stoppball saß besser. Sabatini kam zwar noch heran, aber hatte nicht mehr die Zeit, dem Ball die richtige Richtung mitzugeben. Starker Aufschlag von Mary Pierce und sie gewinnt zum zweiten Mal hintereinander ein Aufschlagspiel zu 0 und verkürzt auf 3:4 im ersten Satz. Rund 13.000 bis 14.000 Zuschauer, so würde ich mal schätzen, sind nun im Madison Square Garden und beobachten das nächste Aufschlagspiel Gabriela Sabatinis. Mary Pierce fasst sich zum zweiten Mal nun etwas gegen den Unterleib. Schwer zu sagen, ob sie da Schmerzen verspürt oder was der Grund ist.
hat sich Sabatini mal auf einen offenen Schlagabtausch mit Mary Pierce eingelassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Marschroute für die Argentinierin ist. Power Tennis ist nun wirklich nicht ihr Spiel. Und zum ersten Mal sieht sich die Argentinierin zwei Breakbällen gegenüber. Sagen, die Formkurve beider Spielerinnen in diesem noch sehr jungen Match, gerade mal 31 Minuten alt, zeigt in doch stark entgegengesetzte Richtungen. Pierce findet langsam ihren Rhythmus. Sabatini, die anfangs recht eindrucksvoll aufgestrumpft hat, wirkt nun unsicher. Vier beide, erster Satz. Gegen den Lauf gespielt, optimal platziert. Mary Pierce Grundlinienspiel findet immer mehr Sicherheit.
Das sind nun wirklich Geschenke, die Mary Pierce ihrer Gegnerin serviert. Sabatini braucht gar nichts zu tun, nur abzuwarten, bis die Fehler gemacht werden. Erneut eine Rückhand, die unbedrängt ins Ausgeschlagen wird, und Sabatini findet sich vielleicht zu ihrer eigenen Überraschung mit einem Break vor 5:4 in Führung wieder. Gabriela Sabatini hat nun die Möglichkeit, mit eigenem Aufschlag diesen ersten Satz für sich zu entscheiden. Ein Rebreak, der es ihr eigentlich völlig überraschend in den eigenen Schoß fiel. Stimmt einem fast, als ob Gabriela Sabatini diesen ersten Satz als Geschenk gar nicht annehmen will. Die aktivere Spielerin ist eindeutig in dieser Phase Mary Pierce. Das sind diese Vorhandbälle, von denen ich gesprochen habe zu Beginn des Spiels, die Mary Pierce einen gewissen Ruf eingebracht haben. Mary Pierce agiert im Moment. Dabei macht sie Punkte, macht aber auch Fehler. Alles, was Sabatini im Moment tut, ist reagieren. Versuchte Mary Pierce, ihre Gegnerin weit aus dem Feld herauszudrängen. Aber Sabatini
bewies in dieser Szene ihre Schnelligkeit. Wenn das alles war, was Gabriela Sabatini mit dieser Möglichkeit am Netz, einem doch sehr hoch wegspringenden Ball anzufangen vermochte, dann ist es doch sehr schlecht gestellt um das Spiel, ich möchte mal eher sagen, um das Selbstvertrauen der Argentinierin. Selbst die Grundlinienschläge Sabatinis haben nun nicht mehr die richtige Länge. Und im Moment muss man sich wirklich fragen, wird sich sicherlich auch Guillermo Vilas fragen, was hat Sabatini aus den letzten paar Wochen mit ihm mitgenommen? Was hat es ihr gebracht? Es besteht wohl kein Zweifel dran, dass die Probleme der Argentinierin im Kopf liegen, dass sie im Moment einfach nicht genügend Selbstvertrauen in ihre eigenen Schläge besitzt. Vilas, den sie selbst als fast schon argentinischen Nationalhelden vergöttert, hatte sich zumindest ausbedungen, dass er nicht als Betreuer, Manager, persönlicher Assistent auftreten soll, sondern lediglich ihr Trainer, ihr Coach ist. Und in Philadelphia äußerte er sich recht kurios zu seiner neuen Aufgabe. Er meinte nämlich, ich tue das für mein Land. Andere Trainer hätten mir versprochen, sie an die Spitze der Weltrangliste zu bringen. Ich, Vilas, habe ihr lediglich versprochen, mich erst einmal 3 Wochen um sie zu kümmern. Ob das nun Früchte getragen hat, wird das nächste Spiel zeigen. 5-6 aus der Sicht von Sabatini. Ein weiteres Grundlinienduell, das Sabatini an ihre Gegnerin verliert. Man muss sich wirklich fragen, warum sie ihre anfangs so erfolgreiche Taktik der Netzangriffe aufgegeben hat.
Diesmal ist es Mary Pierce, die den ersten Schnitzer macht. Die Rückhand der Französin ist doch noch etwas anfällig. Wieder zu lang. Und wieder die Rückhand. Alles, was Sabatini ihrer Gegnerin an schnellen Bällen entgegenbringt, bekommt sie zurück, postwendend. Aber der Fehler, den machte am Ende doch Pierce. Das halte ich, wenn ich mal eine persönliche Meinung zum Besten geben darf, für eine klare Fehlentscheidung. Aber zum Glück sitze nicht ich auf dem Schiedsrichterstuhl, sondern Jane Tabor. Einstand. Mal seit langem kann Sabatini ihre Gegnerin auch mit mehr Druck überwältigen. Das ist der Schlag, der Pierce in die Defensive zwingt, und über Kopf wird dann der Punkt gemacht. Der erste Satz geht also in einen Tiebreak. (49) Minuten dauert diese Auseinandersetzung bereits. Wie schon angedeutet, beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Damen wurde der zweite Satz auch im Tiebreak entschieden, und das Ergebnis damals lautete 14-12. Denkbar knapp. Jane Tabor überstimmt die Linienrichterin, ich glaube, zu Recht. Aber Gabriela Sabatini ist nicht eine von den Spielerinnen, die sich mit den Stuhlschiedsrichterinnen anlegt.
erste krasse Fehler in diesem Tiebreak. Und der erste kleine Vorteil für die Französin. Oh, das war knapp, aber es war wiederum eine dieser Grundlinien-Auseinandersetzungen, auf dieses Gabriela Sabatini nun auf Gedeih und Verderb einzulassen scheint. Schläge werden hier mit einem Raunen begleitet. Ob es nun die gefürchtete Vorhand oder die beidhändige Rückhand ist, mit der sie Druck macht. 4-1, aber das ist nur ein Mini-Break. Sabatini ist einfach durchaus so gut am Netz mit ihren Volleys und Stockbällen, dass es immer wieder verwundert, warum sie diese Waffe nicht häufiger einsetzt. Auch Nick Politieri ist zugegen. Betreuer, berühmt berüchtigt von Mary Pierce. So schnell geht das. So schnell wird aus einem 4-1 ein 4-4. Das Spiel wieder völlig ausgeglichen. Thank you.
dieser mehr als butterweiche zweite Aufschlag von Gabriele Sabatini gibt Mary Pierce die Möglichkeit, diesen Punkt zu machen und sich die ersten beiden Satzbälle zu erspielen. Den Ball traf sie mit der Schlägerkante, aber mit viel Glück ging er noch ins Feld, denkbar knapp. Aber es bleibt ein weiterer Satzball. Und nun Aufschlag Mary Pierce. Ist das, was hier beide Spielerinnen machen. Die Nervosität von Mary Pierce trägt sicherlich auch die Tatsache bei, dass sie bisher noch kein einziges Mal im Laufe ihrer Karriere eine Spielerin, eine Gegnerin aus den Top 10 geschlagen hat. Das ist die große Hürde, die sie auch im Kopf zu überspringen hat. Eine Stunde ist gespielt. Sind ihre Grundlinienschläge, die Mary Pierce momentan im Stich lassen. Ihr Coach gibt ihr durch einige Gesten verstehen, sie soll den Kopf nicht hängen lassen. Aber nun hat Sabatini Aufschlag und Satzball. Es sind die Fehler im Moment in dieser Spielphase, die eindeutig das Geschehen bestimmen und die über Satzgewinn und Verlust entscheiden. Die Fehler, nicht die Winner.
symptomatisch, möchte ich mal sagen, bei Satzball ein schwacher, ein schlecht platzierter und nicht sonderlich schneller erster Aufschlag. 70 Meilen, das sind 112 Stundenkilometer, und dann ein Volley, der nicht mal nah an die Linie rankam. Satzball Pierce bei zweiten Aufschlag, Sabatini. Und da ist der erste Satz. Es ist ein 14-12 geworden im Tiebreak, aber immerhin ein 10-8 zugunsten von Mary Pierce. Wir melden uns gleich wieder mit Satz Nummer 2. Nach einer Stunde und vier Minuten hat Gabriela Sabatini diesen ersten Satz im Tiebreak also verloren. Jetzt wird sich wirklich zeigen müssen, was die Konditionsschleiferei von Guillermo Vilas in den letzten paar Wochen gebracht hat. Ob sie dieses Match noch einmal herumreißen kann. Die Zahl der Winner, das ist wohl die entscheidende Statistik in diesem ersten Satz. 19 bei Pierce, 8 nur bei Sabatini. Ansonsten eher ausgeglichen, die Statistik.
Auch die beidhändige Rückhand ist eine starke Offensivwaffe bei Mary Pierce. Spielerin. Die ahnt, wohin der Ball geht, und das Entsetzen einer Mary Pierce, die den Ball eigentlich immer ausgesehen hatte. Das Ergebnis ist das gleiche. 1:0 im zweiten Satz zugunsten von Gabriela Sabatini. Das war sicherlich auch ein Punkt, der Gabriela Sabatini gut getan hat. 1:0 im ersten, zweiten Satz. Serviceverlust zu Beginn des Durchgangs, das wäre vielleicht fatal gewesen. Sabatini nutzt den eher schwachbrüstigen zweiten Aufschlag der Französin aus. Man sieht sie ja selten argumentieren.
und auch in diesem Fall akzeptiert Gabriela Sabatini doch sehr schnell die Entscheidung der Schieds- und Linienrichter. Sehr gut herausgespielt hat sie diesen Punkt. Zweimal Pierce der Rückhandseite stark unter Druck gesetzt und dann der Gegenseite durchgezogen. Erste Breakchance für Sabatini in diesem zweiten Satz. Der Volley von Sabatini, der aber nicht gut genug war am Ende, um Mary Pierce in Verlegenheit zu bringen. Kurioserweise haben Gabriela Sabatini und Mary Pierce in der vergangenen Woche in Philadelphia gegen die gleiche Spielerin verloren. Pierce in der zweiten Runde gegen Amy Fraser und Sabatini in der dritten, wobei Sabatini den ersten Satz schon mit 6-2 gewonnen hatte und im zweiten auch schon 2-0 in Front lag und trotzdem am Ende den kürzeren zog. Ein Wunderheiler in Sachen Tennis ist Guillermo Vilas wohl nicht. Ohne harte Arbeit und ohne ein bisschen Zeit
lässt sich auch eine Gabriela Sabatini wohl nicht an die Spitze bringen. Und der Nachwuchs rückt nach, in diesem Fall in Form einer entschlossenen Mary Pierce. Wenn sie ihre Punkte macht, dann macht das Gabriela Sabatini zumeist mit höchster Eleganz. Wenn da nur nicht die vielen kleinen Fehlerchen zwischendrin wären. Die Breakchance für Mary Pierce. Das ist zwar noch immer kein Beinbruch, aber doch ein herber Rückschlag für Sabatini nach dem Verlust des ersten Satzes. Nun auch ein Break zugunsten von Mary Pierce. 2:1 im zweiten Durchgang. Im Moment spricht alles für die Jugend, für die 18-jährige Mary Pierce, die Nummer 16 der Weltrangliste, die zu Beginn dieser Saison eigentlich nur ein Ziel hatte, nämlich hier bei diesem Turnier in Virginia Slims Championships oder Damen Masters in New York dabei zu sein. Das hat sie erreicht. Ein weiteres Ziel wäre, eine Top-10-Spielerin zu schlagen, und das ist in greifbare Nähe gerückt.
auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, wenn Gabriela Sabatini doch nur etwas häufiger ans Netz gehen würde. Sie musste hier enorm strecken, aber diesen Volley mit der Rückhand platziert sie optimal. Einer der schwierigsten Schläge überhaupt. Rückhand über Kopf. Sabatini bereitet den Netzangriff vor. Und aus dem Halbfeld wird gepunktet. Mary Pierce lässt sich enorm viel Zeit mit ihren Aufschlägen. Ist da ein Ruck durch Gabriela Sabatini gegangen? Nach dem Aufschlagspielverlust und 0 zu 30 und 15 zu 40 nun mit einem Mal die Chance zum direkten Rebreak für die Argentinierin. Sabatini variiert ihre Schläge und Pierce lässt sich in diesem Fall ins Boxhorn jagen. Da ist das Rebreak. Und wer gedacht hat, dass Gabriela Sabatini bei dem Spielstand von 6 zu 7 und 1 zu 2 ans Aufgeben dachte, der sieht sich jetzt getäuscht.
gut anderthalb Stunden sind bereits gespielt. Noch ist kein Ende dieser zermürbenden Auseinandersetzung abzusehen, aber Sabatini macht bei eigenem Aufschlag gefährliche Fehler. Und da wären sie wieder, die Breakchancen für Mary Pierce. Und mit dem ersten Doppelfehler in diesem Match setzt sich das muntere Aufschlag durch Brechen fort. Mary Pierce geht mit 3-2 in Front. Hm. 3-2 führt Gabriela Sabatini in diesem zweiten Satz gegen eine Verzeihung, sie liegt mit 2-3 zurück in diesem zweiten Satz gegen eine Mary Pierce, die für einige Augenblicke den Court verlassen hat, um, ich bin mir sicher, einem ganz natürlichen Bedürfnis nachzukommen. Nicht zuletzt wird den Spielern von allen Betreuern, Trainern und auch Ärzten ans Herz gelegt, während der Seitenwechsel möglichst viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, zu trinken, um den Flüssigkeitsmangel vorzubeugen. Ich bin mal gespannt, ob Gabriela Sabatini die Willenskraft, die Motivation aufbringen kann, um gegen diese junge Dame, gegen Mary Pierce durchzusetzen, dass sie hier ihre eigenen Aufschläge verliert, muss nicht heißen, ich erinnere mich an ein Wimbledon-Finale gegen Steffi Graf, als beide Kontrahentinnen sich regelmäßig gegenseitig die Aufschlagspiele abnahmen. Solange Sabatini ein Rebreak gelingen würde, wären die eigenen Aufschlagverluste nicht ganz so tragisch. Oh, da freute sich die Mary Pierce, wie sie hier einmal mit Raffinesse einen Punkt gemacht hat.
Mary Pierce ballt die Faust. 4:2. Es fehlen noch zwei Spiele zum Einzug in die nächste Runde, wo sie übrigens auf eine Martina Navratilova treffen würde. Auch wenn dieser Ball ins Ausgeht, so muss man doch feststellen, dass Mary Pierce eigentlich gar nicht mehr hätte zum Schlag kommen dürfen. Sabatini hatte auch den Ball vorher schon im Aus gesehen. Der war gewiss im Aus, war auch der vorherige, aber der wurde leider zumindest in dieser Einstellung durch Sabatini sehr Körper selbst verdeckt, aber das ist nun auch hinfällig geworden, denn der nächste Punkt reicht zum Verkürzen auf 3:4 im zweiten Satz. Mary Pierce ist ein Break vor in diesem zweiten Satz gegen Gabriela Sabatini, die nun ihrerseits den Gang hinter die Kulissen angetreten ist. Im Moment sieht es ja nach einem Viertelfinale Pierce gegen Navratilova aus, aber ich kann mir gut vorstellen, noch lieber wäre hier den New Yorkern eine Konfrontation Sabatini gegen Navratilova. Gestern haben wir hier erlebt, wie die 37-jährige Altmeisterin von den 10.000 im Madison Square Garden begrüßt wurde, gefeiert wurde. Auch Gabriela Sabatini
hat ihren nicht unbeträchtlichen Fanclub. Das wäre sicherlich eine überaus reizvolle Konfrontation, aber schon vor dieser Begegnung konnte man eigentlich prophezeien, dass mit Mary Pierce, der Argentinierin, doch ein überaus gefährlicher Stolperstein im Weg stehen würde. Pierce ist voll konzentriert und Sabatini wieder auf dem Court. Das Spiel ist eine Stunde und 46 Minuten alt. Sabatini hat sich so sehr gewünscht, das Jahr mit einer positiven Note zu beenden. Möglicherweise oder möglichst eigentlich schon jetzt die neue Saison 94 zu beginnen. Positiv. Ob ihr das gelingen wird. Zweimal muss Mary Pierce nur noch ihr Aufschlagspiel durchbringen. Zweimal die Chance für Sabatini, das Steuer vielleicht doch noch herumzureißen. Im Gegensatz zum Ende des ersten Satzes ist im Moment bei Mary Pierce keinerlei Konzentrationsmangel, keinerlei Nervosität zu spüren. Das ist die Dame, die Sabatini diesen Punkt gibt. Wollen wir mal sehen, ob sie das zurecht tut. Ja, ich meine schon. Denkbar knapp zumindest die Entscheidung. Jane Tabor mit einer korrekten Entscheidung. Hey!
Oh, 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 das war knapp. Das war sehr knapp. Vorentscheidende Punkte werden hier von den Linienrichtern gegeben. Das wage ich nicht selbst zu entscheiden aus dieser Perspektive. Breakchance jedenfalls für Sabatini. Ein stark platzierter erster Aufschlag sicherte Pierce diese doch sehr dominante Position am Netz. Ein Aufschlag, der nur in Anführungszeichen 69 Meilen im Tempo brachte. 110 Stundenkilometer. Aber die Platzierung macht das. Das tut natürlich weh. Ein verzogener Ball in solch einer Situation. Nachdenkliche Gesichter unter den Betreuern. Kann sie das nur tun? Gabriele Sabatini hatte den freien Platz zur Auswahl, hat die richtige Ecke gewählt und kann den Ball nicht im Feld unterbringen. Sie hat eigentlich alles richtig gemacht, um Pierce nun doch einige Nervosität in den letzten Augenblicken an den Tag legte, in Verlegenheit zu bringen. Trotz allem nun 5:3 für Pierce. Gegen die Laufrichtung gespielt. Mary Pierce, nur noch wenige Punkte vom größten Erfolg ihrer Laufbahn entfernt. Diesmal macht sie den Fehler nicht. Der Ball optimal in die Ecke platziert.
Sabatini wartet, hätte den Ball schon Volley nehmen können, aber geht in dieser Situation doch verständlich auf Nummer sicher. Wenn es einen Big Point, einen vorentscheidenden Punkt in diesem Match gibt, dann ist es nun dieser hier. Der Mary Pierce Matchball einbringen kann. Und es ist Gabriela Sabatini, die sich von der Nervosität zu einem zweiten Querschläger verleiten lässt. Matchball Mary Pierce. Gefährlich lebt sie nun schon, die Gabriela Sabatini. Zur Mutter, Yannick, die sie anfeuert. Mary Pierce erkämpft sich Matchball Nummer 2. Sie spielt 1 Stunde und 58 Minuten. Direkt auf die Linie. Rettet Sabatini. Zwischendurch gab es noch eine Entscheidung der Linienrichter, die einen Ball von Pierce gut gaben, die doch einiges Raunen im Publikum verursachte. Zu Recht, möchte ich mal sagen.
Matchball Nummer 3. Gut gegeben. Sabatini versteht die Welt nicht mehr. Mary Pierce reckt die Faust in die Höhe. Die Zuschauer geben Klatsch und Beifall, genauso wie sie buhen. Und Sabatini, die sonst keine Entscheidung anzweifelt. Sie akzeptiert sie, reicht Pierce die Hand. Das ist ein unschönes Ende. Zumindest aus Sicht der Zuschauer für dieses Spiel, für diesen Erfolg von Mary Pierce, den sie sich sicherlich sehr herbeigesehnt hat. Ihr erster Sieg gegen eine Top-10-Spielerin. Sie trifft also in der nächsten Runde auf Martina Navratilova. Den Ball sehen wir hier noch einmal, der aus dieser Perspektive gesehen zumindest ganz, ganz knapp die Linie verfehlt. Das wäre also ausgewesen, das hieße Fehlentscheidung, aber das sind nun mal Tatsachenentscheidungen im Tennis, mit denen die Spieler zu leben haben und auch das Publikum. Das ist das Ende der Tennissaison 1993 für Gabriela Sabatini. Wünschen wir ihr ein besseres Jahr 94. Mary Pierce darf noch weiterspielen, ist auf der Erfolgswelle und trifft in der nächsten Runde, wie gesagt, auf Navratilova. Ich bin sicher, Peter Stützer hat im Studio das Ganze sehr aufmerksam verfolgt. Bitte, Peter.